Oh, hi. Und da drüben auch aufgegangen. Ja, komm, Schlange. Ups. Und natürlich vergiftet. Wow, noch eine Schlange. Und du hast das falsche Zeug. Dann, wenn wir schon vergiftet sind, dann bleiben wir es einfach mal kurz. Bleiben hier stehen, das können wir doch wegstecken. Ja, da kommt ein Haufen Viehzeug. Ja, zur Not ziehen wir uns einfach dann zurück. Zum blauen Kristall, heilen uns. Was heißt, wir können uns gar nicht zurückziehen, Mist. Das ist jetzt nicht so schön. Jetzt rennen sogar die schon vor uns weg. Schlange, Schlange. Bolzen. Okay, dann müssen wir jetzt mal kurz rasen. Runterklettern. Hier rum. Hoffen, dass der blaue Kristall aktiv ist. Hups, falsch. Und er ist nicht aktiv. Ah. Naja, komm. Wir haben genug. Das ist nicht so toll, wenn die an dem sterben. So. So, jetzt können wir einfach kurz rasten hier. Tarion ist wieder hungrig. Kriegst ein Stück Schlange. Während wir hier drauf warten, dass das Ding sich regeneriert. Genau. Es ist eher am Verhungern. Ja, das Spiel nimmt mit laufender Zeit immer mehr an Schwierigkeit zu. Kann das sein? Gut, wir haben auch einen Haufen Ressourcen in den Katakomben verbraten. So. Kristallkugel bitte wieder. Und dann geht's wieder ab nach oben. Dann gucken wir mal, was dieses Lichterrätsel da für uns geöffnet hat. So, hier rüber. Räumlichkeiten. Eine Schriftrolle. XX West, X vor, XX Cemetery Entrance. Okay. Die Schriftrolle sieht so aus, als ob sie noch einen zweiten Teil irgendwo hat. Bist du eine Mimik? Ja, das hatte ich mir fast denken können. Das ist irgendwie unverschämt, dass die Mimics abgeschlossen sein dürfen. So. Ein Stickelsort? Das wird sofort benutzt. Ach du Kacke. Naja, okay, sie kann sie nicht toppen. Das kann sie nicht toppen, aber... Das ist übel. Das ist mal eine üble Waffe. Ach ja, hier hinter ist der Kristall zu hören. Also der Power Gem. Tomb of Offerings. Oh, blauer Kristall. Langer Gang.
Eine Grabkammer mal wieder. Wow. Wow. So hart sind die eigentlich gar nicht. Diese Medusen, diese Schwebenden. Ja, die halten eigentlich nicht sonderlich viel aus. Und ich laufe hier irgendwie im Kreis. Oh, da ist noch eine. Edge Patch, das ging daneben. Ich sollte sie da weglocken. Oh, Licht geht aus. Ups. Au, das hat jetzt aber weh getan. Wow. Du bist out of energy. Hm. Ich kann die voll gut verarschen. Okay, hier müssen wohl Sachen geopfert werden, damit wir hier durchkommen. Aber was ist die andere Frage? Okay, wir haben da eine Grabkammer. Wir haben Giftbomben, die können auch mal mitkommen. Und wenn wir wieder einen Sack finden, dann müssen wir den dringend noch als Inventarding missbrauchen. So, hier würde es noch lang gehen. Blauer Kristall. Okay. Entweder müssen wir aus dem Sacrifice-Ding Sachen holen und den Opfer-Ding ablegen. Oder wir müssen hier in den Grabkammern was finden, was wir da opfern müssen. Oder ein Hinweis, was wir opfern müssen. Oder was wir anbieten müssen, besser gesagt. Ist ja der of Offering. Ah. Da haben wir schon mal unser Secret. Da haben wir ein richtig nices. Wir haben die Blueberry Pie gefunden. Unser Siegesessen. Vitality. Nochmal Vitality. Brot. Und Salami. Okay. Stats. Du hast 21, du hast 18, du hast auch 21. Ihr beide werdet sowieso nicht oft so häufig getroffen. Also würde ich mal sagen, du kriegst eine Vitality und du kriegst eine Vitality. Potion. So. Jetzt sind wir aber immer noch nicht schlauer, was wir hier anbieten müssen. Weil auf den Dingern steht ja auch nichts. Schwert anbieten. Müssen wir Essen anbieten vielleicht? Nö. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass wir was aus dem Schrein der Opferung holen müssen. Oder von da unten. Na komm, gucken wir mal nach da unten. Hier ist eine Giftbombe und das war's auch schon. Das ist das neue Rätsel. Oh Gott, nur Schlüssel kann man zu ihr runter. Die Kiste ist auch immer noch überfüllt. Ich glaube, wir gehen demnächst mal nach draußen wieder ausmisten. Aber gut, da unten ist nichts. Da drüben wäre ein Schalter. Ich glaube nämlich kaum, dass wir Giftbomben opfern müssen. Es muss garantiert was mit dem anderen Schrein zu tun haben.
Hier ist nichts. Und ja, die Gauntlets lasse ich da einfach mal liegen in der Grabkammer. Ich muss nur merken, hier ist der blaue Kristall. Dann gehen wir mal wenigstens noch ein Stück weit rein in den in die anderen Kammern. Hier ist auf jeden Fall schon meine Sackgasse. Und ich höre schon wieder so ein Vieh herumgleiten. Munition. Okay, ein Fackelrätsel, ne? Champion of Sun. Und du bist wahrscheinlich der Champion of Moon. Das heißt, du musst wahrscheinlich im Dunkeln liegen. Und du musst voll erleuchtet sein. Oh, hi. War hier ein ganz normales Tor? So, der Fury of Slashes, den fand ich immer ganz toll eigentlich. Geht mir schon wieder das Licht aus. Wow. So. Okay, dezent einfacher. Habe ich wirklich das Gitter da übersehen gehabt gerade? Achso, das ist gar kein Gitter, das ist eine Bastille-Tür, deswegen habe ich die übersehen. Oh, hi. Mieser Cheater. Es wird endlich Zeit, dass wir... Wow, wir haben bald wieder ein Level-Up, okay. Dann gebe ich dir auf jeden Fall mal Luft, einen Punkt in Luftmagie und hoffe, dass ich dadurch den Frostbolzen freischalte. Okay, ganz langer Gang. Munition. Ich frage mich, wie in so einer altertümlichen Bibliothek. Ah, nicht schon wieder sowas. Wow. Da drüben können wir auf jeden Fall hinspucken. Nehme ich mal an. Ja. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich noch einen Teleporter einschalten. Okay. Hi. Ich sehe zwei von euch da drin. Ah ja, ich sehe zwei von euch und ich sehe Schlangen. Das ist nicht so schön. Das ist gar nicht schön. Das ist gar nicht schön. Okay. Nee, bevor ich jetzt hier neu lade, weil die Zeit eh schon fast rum ist und ich in der Panik jetzt es nicht hinkriege, einen Heiltrank schnell zu machen für Tarion, machen wir hier jetzt erst einmal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder und machen das alles nochmal, was fehlt. Also, bis gleich.